Mit den Worten, den Helden der Heimat, erinnert das Kriegerdenkmal an die gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkrieges. In diesem Krieg hatte St. Johann 122 Gefallene, 80 Vermisste und viele Verwundete zu beklagen. Das Kriegsende, da sind wir von Lager zu dritt stiften gegangen. In Krieg noch, vor der Kapitulation. Und da sind wir von Neumark-Kössendorf mit Fahrrädern, die haben uns organisiert, bis Golling gefahren. In Golling haben wir von Heuschober übernachtet. In der Früh waren die Räder weg. Dann sind wir zu Fuß in den Bangau. Dann war der Krieg noch. Dann habe ich mich bei einem Bauern am Berg zwei Tage versteckt, weil es ja illegal war noch. Und dann waren die Amerikaner in Ort und ist es normal wieder weitergegangen. St. Johann hat gegen Ende der 30er Jahre ca. 4000 Einwohner gehabt. Die Gemeinde ist eigentlich erst 1936 entstanden aus einer Zusammenlegung der Landgemeinde St. Johann mit der Marktgemeinde St. Johann. Am 13. März 1938 sind die deutschen Truppen in Österreich einmarschiert, der sogenannte Anschluss. Und auch in St. Johann ist ein Polizeiregiment eingerückt. Es sind am selben Tag noch Leute verhaftet worden in St. Johann. Exponenten der früheren Regierung, der Vaterländischen Front, führende Sozialdemokraten, aber auch einige Arbeiter. Diese wurden aber dann in den nächsten Tagen wieder freigelassen. Und sofort nach dem Anschluss im März 1938 hat eine Propagandawelle begonnen, die das alte Regime möglichst schlecht darstellen sollte und die neuen Verhältnisse als großen Fortschritt. Im Jänner 1939 hat sich dann der neue Gemeinderat von St. Johann konstituiert und es ist dann bei dieser Sitzung Hans Kappacher zum Bürgermeister gewählt worden. Der Gemeinderat war kein gewählter Gemeinderat, sondern ein bestimmter weisungsbefugter weisungsabhängiger Gemeinderat. Und im Juni 1939 hat der Gemeinderat in St. Johann auch den Antrag gestellt, den Ortsnamen zu ändern. Man war nicht zufrieden mit St. Johann. Man wollte einen Ortsnamen finden, der keine klerikalen oder christlichen Elemente enthält. Und so hat man an den Landeshauptmann von Salzburg den Antrag gestellt, dass Markt Bonga der zukünftige Name sein soll. Und das ist dann auch Anfang September 1939 realisiert worden. Nach dem Krieg sind die Nationalsozialisten ja registriert worden und sie haben für eine Zeit lang ihre staatsbürgerlichen Rechte verloren. Aber im Jahr 1949 durften sie in Österreich wieder wählen und gewählt werden. Und die Parteien haben um die ehemaligen Nationalsozialisten gepoolt, so auch in St. Johann. Und es ist Hans Kappacher zum Bürgermeisterkandidaten der ÖVP bestimmt worden und auch gewählt worden gegen den Widerstand der sozialdemokratischen Fraktion, die aus dem Gemeinderat ausgezogen ist, aber doch diese Wahl nicht verhindern konnte. Heute ist nach dem Bürgermeister Hans Kappacher eine Straße benannt. Nun machen wir uns auf die Suche nach Denkmälern, die an die Holocaust-Opfer aus St. Johann erinnern. Vorher werden wir noch einige Passanten befragen. Also ich frage Leute, ob sie wissen, ob St. Johann von den Nazis in St. Johann ermordet wurden. Nein, weiß ich nichts. Die das Nazis? Nein, das weiß ich nichts, dass da wer ermordet worden ist. Nein, leider weiß ich nicht. Nein, tut mir leid. Nein, weiß ich nicht. Nein. Oh, das weiß ich nicht, weil wir zugezogen sind in St. Johann. Also da bin ich überfragt. Gell? Okay, danke.
Hier in der Urnenkapelle in St. Johann ist eine Gedenktafel angebracht, die an Alois Buda und Theresia Buda und Kaspar Wind erinnert. Alle drei Personen sind im Oktober 1944 in Mauthausen ermordet worden. Und der Hintergrund war, dass im Haus Kaspar Wind in St. Johann sich die oppositionellen Leute getroffen haben, dass sie sich dort ausgetauscht haben, ausländische deutschsprachige Sender gehört haben. Hier liegt Hansi Thaler begraben. Er kam 1937 in St. Johann zur Welt und ist ein Opfer der NS-Euthanasie. Es gibt in St. Johann auch Opfer der NS-Zeit, die weder ein Grab noch eine Gedenktafel haben. Damit wir diese Menschen nicht vergessen, widmen wir ihnen ein virtuelles Denkmal. Hier im Vormarkt wohnt der Johann Trausner. Er war ein Zeuge Jehovas und wurde wegen Verweigerung des Hitlergrußes verhaftet und in das KZ Neuengamme deportiert. Hier in diesem Haus wohnten Karl und Charlotte Schneider mit ihren beiden Kindern Else und Fritz. Sie besaßen ein Geschäft und waren jüdischen Glaubens. 1938 wurde ihr Haus arisiert, Karl und Charlotte wurden aus St. Johann vertrieben. Hier in diesem Haus wohnten Rudolf und Auguste Holzer mit ihren beiden Töchtern Auguste und Ernestine. Die Familie Holzer besaß hier auch eine Buchdruckerei. Ja, die ersten französischen Kriegsgefangenen sind laut verschiedener Hinweise und eines Eintrages in der Volksschule am 20. August 1940 da eingetroffen. Sie sind dann in der Werkstätte der Volksschule einquartiert worden. Das ist natürlich nicht der günstigste Platz, aber die maßgeblichen Herren waren damals natürlich sehr überfordert. Es war eine große Wohnraumnot und noch dazu sind drei Monate vorher viele Südtiroler Familien eingetroffen, da die aufgrund des Abkommens Hitler-Mussolini ausgesiedelt worden sind. Jetzt musste man für die schon Wohnraum schaffen und so sind die Franzosen eben einmal ganz für kurze Zeit da in die Volksschule einquartiert worden. Im März 1941 hat der Bürgermeister Kappacher der Gemeindevertretung mitgeteilt, dass in St. Johann ein großes Kriegsgefangenenlager errichtet werden wird für ca. 8.000 bis 10.000 Gefangene. Und zwar in dem Bereich gegenüber von der Kaserne, ungefähr zwischen der jetzigen Firma Fussel und der Firma Wedel. Es ist bereits im ersten Jahr völlig überfüllt gewesen. Es war für 8.000 bis 10.000 Leute eingerichtet und im Ende des Jahres 41 sind schon über 20.000 Kriegsgefangene in St. Johann gewesen. Im Südlager waren vor allem Franzosen, Serben, es waren sehr viele serbische Kriegsgefangene auch in St. Johann interniert, Marktwonga, wie es geheißen hat, und polnische Kriegsgefangene. Die französischen Kriegsgefangenen haben ja
die größte Gruppe der verschiedenen Nationen in St. Johann gestellt. Und ihnen ist es im Vergleich zu den anderen Nationen relativ gut gegangen. Der große Vorteil war, sie sind nicht transferiert worden. Sie waren länger da, über Jahre hinweg, und haben Strukturen aufbauen können. Sie haben auch arbeiten dürfen außerhalb des Lagers. Und dadurch kann man sagen, ist es den französischen Kriegsgefangenen im Vergleich zu den anderen am relativ besten gegangen. Also die sogenannte Fervarau-Brücke, das ist wahrscheinlich das erste Bauwerk, das von kriegsgefangenen Franzosen im Jahr 1940 errichtet worden ist. Durch die Lernzeit im Beruf, ich habe Maler gelernt, und da haben wir gehabt dann im zweiten Lehrjahr zwei Franzosen als Fachkräfte, Kriegsgefangene, und später dann einen Russen. Nachdem die Franzosen in der Lagerhierarchie an oberster Stelle gestanden sind, haben sie verschiedene Feierlichkeiten gehabt, da und unter anderem auch religiöse. Und da haben Gefangene dann aus alten Blechdosen diese Monstranz da erzeugt. Also die Franzosen haben im Lagerfriedhof unten 15 Todesfälle zu verzeichnen. Und zwar sind die Kriegstoten im Jahr 1948 im Juni durch eine Bestattungsfirma aus Linz unter der Führung einer französischen Delegation exhumiert worden und sind alle abtransportiert worden. Am 7. 8. Mai, da hat man in der Früh, war es einmal sehr unruhig im Lager. Ich habe nämlich dort in der Südtiroler Baracke gewohnt und die war Baracke an Baracke. Und da haben wir beim Fenster rausgeschaut, jetzt waren die ganzen Wachen waren weg. Es war keine Bewachung mehr da. Und dann sind am 8. sind dann schon die Amerikaner eingezogen und haben dann das ganze Lager dort geöffnet. Ne? Ich bin da beruflich von Dorfgestein hierher gefahren, vom Bahnhof St. Johann zum Wagenrei Hasenbichler als Lehrling gegangen, jeden Tag in der Früh und am Abend. Da ist die Entlassungsstation. Es ist nur ein Bruchteil mehr vorhanden. Und da wurden die Leute von der Bahn herübergebracht zur Entlassung. Und dass das dann wieder aufgeteilt wurde auf die verschiedenen Lager. Eine Kontaktaufnahme mit den Russen war überhaupt nicht möglich, weil ja das Lager war ja hermetisch abgeschlossen. Es war nur möglich mit Russen, die hinausgehen konnten, arbeiten, mit denen in Kontakt zu treten, wenn man sich sprachlich verständigen konnte. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich mit einem Russen und mit einem Serben zusammenarbeiten konnte. Und der Serbe war ein hochintelligenter Mann und hat sich mit dem Russen relativ gut verständigen können. Und dadurch ist auch dieses und jenes durchgesickert, was man so nie erfahren hätte. In Bezug auf die Behandlung, in Bezug auf die Verpflegung, in Bezug auf die Unterbringung der russischen Gefangenen. Die waren ja einfach vollkommen den Willen der Aufsichtspersonen unterworfen. Nicht? Das war da hilflos. Wenn man da tagtäglich zweimal vorbeigeht und da liegen schwerstkranke Menschen drinnen und dass da laut ist, dass man da Schreie hört,
Und das schockiert einen ja, wenn man 15 Jahre alt ist und man hört das. Nicht? Und ich war ja immer ein Mensch, der sich interessiert hat für das Leben und für das Ganze. Und wenn man das sieht, wie die Leute behandelt worden sind, nicht? Und so rechtlos, das irgendwie verkraftet man das schwer überhaupt, wenn man in dem Alter ist, mit 15 Jahren. Nicht? Das ist ja grotesk. Nicht? Es war in den Medien eine Diskussion um das Russenlager. Und ich war da eigentlich tief betroffen, weil sich die Situation dargestellt hat, es dürfte überhaupt niemand mehr hingehen, weil der Mann, der das betreute, auch das, ist angezeigt worden. Und aufgrund dessen habe ich dann den Leserbrief geschrieben. Ich finde das einfach unglaublich, dass man diese Leute wohl zur Arbeit gebracht hat, die umsonst arbeiten mussten. Und heute will niemand mehr, nicht einmal einen Weggenehmigung dazu. Das hat mich veranlasst, diesen Leserbrief zu schreiben. Und ich habe auch eine positive Rückmeldung auf diesen Brief bekommen. November 1941, circa ein halbes Jahr nach dem Überfall auf die Sowjetunion, sind die ersten größeren Kontingente von sowjetischen Kriegsgefangenen nach St. Johann gekommen, in Viehwaggons. Es waren circa 3000 Gefangene und die Zeitzeugen, die die Ausladung der Gefangenen gesehen haben, beschreiben das als fürchterliche Erfahrung, weil viele schon tot waren, die ja tagelang, wochenlang von der Ostfront bis nach St. Johann engst gepfercht in Viehwaggons transportiert worden sind. Und die Gefangenen, die den Transport überlebt haben, sind dann in das Nordlager überbracht worden. Die sowjetischen Gefangenen sind gestorben wie die Fliegen, wie Zeitzeugen sagen. Teilweise 40 Leute am Tag sind gestorben und sind mit Fuhrwerken zum Ortsfriedhof hinaufgebracht worden durch St. Johann durch. Im Jahr 1942 hat man dann ein eigenes Massengrab, einen neuen Friedhof errichten müssen in der Nähe des Nordlagers. Und dort sind insgesamt 3500 sowjetische Gefangene begraben. Von den 3000 russischen Gefangenen, die im November 1941 interniert waren, waren im August 1942 nur mehr 500 am Leben. So schlecht waren die Ernährungsbedingungen und so schlecht war die medizinische Versorgung. Der Grund, warum die sowjetischen Kriegsgefangenen so unterschiedlich so eklatant schlechter behandelt worden sind als die Gefangenen der Westalliierten Mächte, ist in der Rassenideologie des Nationalsozialismus begründet, wo die slawischen Völker als minderwertig galten und insbesondere die sowjetischen slawischen Völker noch als politisch gefährlich ständig dargestellt wurden und man gegen sie ja schon im Osten einen Vernichtungsfeldzug gemacht hat, und man schlichtweg nicht wollte, dass sie hier in den Lagern ordentlich ernährt werden, sondern man wollte sie dezimieren und das ist den Machthabern auch gelungen. Auf diesem Luftfoto aus den 50er Jahren kann man ganz gut erkennen, wo das Nord- oder Russenlager situiert war. Man sieht hier die Schörkbrücke, dann diese heutige Industriestraße, den Rainerbauern. Und dahinter sieht man in den 50er Jahren noch Reste oder Male von diesen ehemaligen Baracken des Russenlagers. Es
Ganz interessant. Und hier hinten den Musenfriedhof, der damals noch nicht eingeebnet war, sondern wo es noch Einzelgräber gegeben hat mit Aufschriften unbekannter Soldat. Das dürfte also in den 50er Jahren aufgenommen worden sein. Ja, jetzt sind wir da beim Russenfriedhof. Also, endlich ist es wahr geworden. Der neue Weg ist jedenfalls schon halb fertig. Und dann wird es ja wohl nicht mehr lang dauern, bis er ganz fertig ist. Schau mal rein. Da rechts am Eingang sind 4 Offiziersgräber. 2 wurden namentlich genannt und 2 nicht unbekannt. So, für mich zur Pflege ist es von großem Vorteil, dass es eingeebnet wurde. So kann ich jetzt, weiß ich, ich muss im Sommer alle 3 Wochen mähen, damit ich mit dem Rasenmäher noch gut fahren kann. So ist für mich doch ein Vorteil, dass es eben eingeebnet wurde und jetzt Gras darüber wächst. Für mich ist oft deprimierend, dass ich fahre da drüber und dann denke ich nach, wie ist das möglich, dass man mit Menschen so unmenschlich umgeht, dass sie zu Tausenden zu Tode kommen. Und dann denke ich, ja, ich mache das, es soll nicht vergessen werden. Und die Tatsache ist, dass es heute auch passiert. Die Kriegshandlungen haben bis heute nicht aufgehört und das Elend von vielen Menschen ist heute noch genauso, als ob man nie etwas gelernt hätte aus den vergangenen Kriegen. Eines Tages war der Erich Fried in St. Johann im Mai 86 und nach der Lesung im Festsaal sind sie dann wieder zu uns gekommen und haben da bis nach Mitternacht diskutiert. Und mein Mann hat ihm erzählt vom Russenfriedhof, was er damals wusste, und das hat ihn so bewegt und hat den Erich Fried auch so bewegt, dass er in der Nacht das Gedicht geschrieben hat. Man will es auch heute noch nicht wissen. Man hat Gras wachsen lassen über den Gräberweg. In der Symphonie der Hoffnung, wie sie dann genannt wurde, ist die Tragödie der Russen im Kriegsgefangenenlager St. Johann verarbeitet und als zweites zeitgeschichtliches Thema die Tragödie der Deserteure in Goldeck. Und aufgebaut war das Werk mit diesen 3 Begriffen Krisis, Tyrannis, Katharsis, sozusagen von der Krise der Zwischenkriegszeit über die Zeit des Nationalsozialismus bis in die Nachkriegszeit hinein, wo sich das demokratische Österreich entwickelt und gefestigt hat. Wir sind diejenigen, die die Verantwortung tragen, dass unmenschliche Verbrechen, wie sie in der Zeit des Nationalsozialismus auch von Österreichern und Österreicherinnen begangen wurden,
nie wieder geschehen können. Vergessen heißt die Geschichte zu verleugnen. Erinnern heißt es ihr zu lernen. Chavalier.